Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und ja, was passiert hier heute? Ich möchte mal ein Resümee ziehen, in die Vergangenheit schauen, was uns dieses Jahr 2017 alles gebracht hat. Als erstes habe ich Anfang des Jahres endlich geschafft, ein komplexes Modell, so wie hier die Goi Foc, von De Agostini fertigzustellen. Ich habe mich über diesen Bau sehr doll gefreut, über diesen Bausatz, weil hier konnte man viel, viel lernen, vor allen Dingen bei der Bauanleitung. Die ist wirklich gut gemacht und ich habe sie mit Absicht jetzt noch mal schön rausgeholt aus meinem Präsentationsschrank, um sie hier euch noch mal zu zeigen. Wenn ihr euch hier so umguckt, ist hier eine Menge zu sehen. Dieses Jahr habe ich viel dort drüben an der Prinz Eugen gearbeitet. Die steht jetzt nicht umsonst dort, weil ich möchte gerne dort den Platz frei haben und deswegen gucke ich jetzt, dass ich die Prinz Eugen als nächstes fertig bekomme. Ich möchte da, wie viele von euch schon gesehen haben, das Wrack der Titanic. Ich möchte da dann die Titanic bauen. Da komme ich noch was zu. Und zwar habe ich hier ein angefangenes Modell bekommen. Und zwar von The Vagant. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Der hat auch ein paar Videos hier bei YouTube gemacht. Der ist dieses Jahr zu einem guten Kumpel, Modellbaukumpel geworden und wir haben schon öfter miteinander geschnackt. Und der hat mir dieses Spantengerüst von der Titanic überlassen. Und zwar kann man damit gut arbeiten, das ist recht gut gebaut. Und da, das kommt natürlich nachher in eine Helling. Ob ich das Deck so lasse, das weiß ich noch nicht, ob ich alles erhalten bekomme. Aber na, mal gucken, ich habe mir da schon ein paar Ideen gemacht. Aber wie gesagt, da geht es dann auf diesem Bauplatz irgendwann mal weiter mit der Titanic. Dann habe ich dieses Jahr ja viel, wie hier zu sehen ist, an der Soleil Royal gebaut. Da bin ich gerade ein bisschen hängen geblieben bei Bauphase 98. Da komme ich gerade nicht so recht vorwärts. Aber na gut, mal gucken. Dann ist hier, nicht umsonst habe ich hier mein Cabby auf. Und zwar, das wird hier die Peking. Ja, das Cabby habe ich ja, weil ich Mitglied bei den Peking-Freunden bin. Ich mache mal unten nachher in der Videobeschreibung einen Link rein. Da könnt ihr gerne mal raufgucken und euch das anschauen. Voraussichtlich, was ich zurzeit gehört habe, wird die Peking 2020 nach Hamburg kommen. Sie ist ja, wie viele wissen, zurzeit auf der Peterswerft in Wewelsfleet und wird dort wieder, soweit wie es geht, flott gemacht. Und wie gesagt, naja, soweit wie ich weiß, 2020 soll die Peking dann nach Hamburg kommen. Und irgendwann, wenn das Museum dann fertig ist, zähle ich auf euch, dass ihr alle einmal die Peking besuchen kommt. Und dann könnt ihr mit mir alle Wilson und Hamburger Fährmaster sehen. Können wir dann alle zusammen singen. Bis dahin lerne ich das dann auch. Ne? Gut. So, dann ist hier zu sehen meine Black Pearl. Die habe ich dieses Jahr sehr stiefmütterlich behandelt. Aber mal gucken, wie das dort weitergeht. Und also Vorschau auf 2018, sage ich jetzt mal, hat die Prinz Eugen Vorrang. Dann ist dort oben zu sehen, weiß nicht, ob man das sehen kann, die Scharnhorst. Die Scharnhorst wird natürlich, je nachdem, wie die Lieferungen kommen, dann kontinuierlich weitergebaut. Dann, wie gesagt, soll die Prinz Eugen Vorrang haben. Und auch die Soleil Royal. Wer weiß, was
was uns 2018 noch bringt. Es gibt, es wird gemunkelt, dass die Vasa kommt. Ob ich sie bauen werde, das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, was der Finanzminister dann irgendwann sagt. Ich erhoffe mir von, ich hoffe, das spreche ich jetzt einigermaßen richtig aus, das Hachette, was die noch rausbringen, weil, ja gut, nach der Prinz Eugen kam die Scharnhorst. Aber es wäre ja schön, wenn da auch mal wieder ein Segler kommt. Die habe ich übrigens auch schon mal angeschrieben und mal gefragt, weil in Russland ist die Seedorf rausgekommen. Und wie gesagt, ich habe die gefragt, ob das nicht was auch für den deutschen Markt wäre, weil viele wissen es nicht, aber das war meines Wissens nach mal die, glaube ich, die Maria Winnen. Die wurde, glaube ich, in Kiel gebaut. Also ist es eigentlich auch ein deutsches Schiff. Und ja, vor allen Dingen, weil sie noch fährt, wäre das ja auch mal interessant als Bausatz. Jo. Ja, also wie gesagt, 2018, ne? Prinz Eugen, Scharnhorst, Solin Royal. Und wie gesagt, wenn die Prinz Eugen fertig ist, dann geht's an das Abwracken der Titanic und gucken auf den Neuaufbau. Nebenbei soll dann hier meine Peking immer noch ein bisschen wachsen, je nachdem, wie ich gerade Lust dazu habe. Weil bis zur Öffnung des Museums wird das ja, werden noch ein paar Jahre ins Land gehen. Und ich denke mal, bis dahin werde ich die Peking schon fertig bekommen. So, was liegt mir noch am Herzen? Und zwar liegt mir am Herzen erstmal allen vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Zuschauer, für die ganzen Kommentare, für die Daumen hoch, sprich die Likes. Und darüber freue ich mich riesig. Und man darf nicht vergessen, dieses Jahr sind sage und schreibe etwas über 500 Abonnenten dazu gekommen. Das ist, damit hätte ich ja nie gerechnet. Das, ihr seid super, Leute, ihr seid echt super. Und ja, wie gesagt, das freut mich. Dann eben noch die Schiffsmodellbaugruppe bei Facebook, die wächst und wächst und wächst und so viele Leute, die sich daran beteiligen. Also unser Hobby ist, man glaubt es nicht, unser Hobby ist doch ganz schön weit verbreitet, auch wenn man das nicht so im öffentlichen Leben gar nicht so richtig mitbekommt. Aber um die Verbreitung noch ein bisschen fortzuführen, wäre das echt nicht schlecht, wenn wir haben uns ja dieses Jahr von der Facebook-Gruppe aus in Leipzig getroffen, auf der Messe. Ich würde mir wünschen, dass wir das wiederholen könnten und auch mit ein bisschen mehr Zeit, dass man so noch ein bisschen mehr sammeln könnte, weil das hat echt Laune gemacht, Gleichbekloppte zu treffen. Ja, wie gesagt, Gleichbekloppte zu treffen. Eins habe ich noch, fiel mir gerade ein, mein Blick geht gerade darauf, das ist jetzt hinter euch. Ich hole das mal her. Hier ist so ein, sozusagen so ein Kasten. So ein Aufbewahrungskasten und wie ihr seht, ist hier oben die Straßenbahn. Auch das nehme ich mir vor für 2018, dass die weitergebaut wird und auch fertiggestellt wird. Ich weiß, viele fragen schon danach. Also das soll 2018 auch auf der Agenda stehen. Vor allen Dingen, weil es ja mittlerweile schon wieder eine neue gibt, die Istanbul-Straßenbahn. Die sieht auch schick aus. Wie gesagt, da kann ich mir durchaus vorstellen, die ein oder andere auch nochmal zu bauen. Da habe ich noch was, was ich euch mal zeigen möchte. Und zwar, der passt nachher auch hier rein. Diesen Bus habe ich auch mal erstanden, auch von Okre. Und der ist ähnlich zu bauen wie die Straßenbahn. Und ja. Darauf könnt ihr euch auch freuen, aber wie gesagt, wann das ist, nicht alles auf einmal, weil das so viel Zeit habe ich leider dann doch nicht. Ja, viele fragen sich jetzt vielleicht, Mensch, Mario, du hattest ja noch ein Schiff im Bau, und zwar die Kadisak, die wird auch nicht vergessen. Aber da muss ich dann mal gucken, wie ich dann da weitermache, weil ja, das habe ich ja bei den Kadisak-Videos auch schon erwähnt.
Die Bauanleitung lässt sehr zu wünschen übrig. Da muss man sich ganz schön durchkämpfen. Auch das habe ich gesagt in den Folgen von der Kadisaak. Ich kämpfe mich da durch. Das ist die Herausforderung, die ich da drin sehe. Und die möchte ich auch gerne irgendwann mal fertig haben. Die soll auch schick werden. Vor allen Dingen, weil ich schon auf dem Original war in Greenwich. Und kann ich jedem nur empfehlen, wer dann mal nach London reist, der muss ja auch nach Greenwich zum Nullmeridian, klar. Und der sollte sich auch mal die Kadisaak angucken. Die Engländer, die machen da top Arbeit. Das sieht echt schick aus dort auf dem Schiff. Ja, ich packe das mal hier nochmal eben wieder weg. Also wie ihr seht, 2018 habe ich eine Menge vor. Was noch alles in meinen Schränken und Regalen sich befindet, das lasse ich lieber, das zu erzählen. Das kommt dann lieber nach und nach, weil ein bisschen, wer meine Videos durchstöbert, auch ein bisschen weiter nach unten zu den Anfängen, der wird sehen, was ich da noch alles so im Bau habe. Es ist auch noch nicht alles fertig. Wie gesagt, ich habe die eine kleine Kocke. Eine kleine Kocke habe ich fertig, mal gebaut vor ein paar Jahren. Dann diese kleine venezianische Gondel. Und wie gesagt, das erste große Projekt war dann hier die Gorch Fock. Und ich bin da echt stolz drauf und das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Zwischendurch war ich schon am Überlegen, ob ich mir diesen Bausatz nochmal besorge. Weil da kann man sich ein bisschen auslassen. Ein paar Sachen würde ich noch wieder anders machen, wie beim ersten Mal. Und ich freue mich jedes Mal, auch gerade bei Facebook, wenn ich dann sehe, wie einige diesen Gorch Fock Bausatz bauen. Auch wenn sie, ich glaube hier die Alfred Schlageter baut der eine da draus. Und das ist wirklich schön zu sehen und ich schwelge in Erinnerung, wie viel Spaß ich daran gehabt habe. So, genug gesabbelt. Ich hoffe, ihr hattet auch alle ein erfolgreiches Hobbyjahr 2017, weil hier geht es ja ums Hobby und um nichts anderes. Und freut euch auf das Modellbaujahr 2018. Ich hoffe, dass ich oder auch ihr alle viel Zeit haben werdet für das Hobby. Und ja, und dass das erfolgreich wird, dass das, was man sich vornimmt, dann auch schafft, fertig zu bauen. Auf jeden Fall macht es mir immer Laune mit euch, zu fachsimpeln, mich auszutauschen. Wir haben auch immer noch ein Hamburger Treffen, alle 2 Monate, da gehe ich auch sehr gerne hin. Wie gesagt, dann die Facebook-Gruppe, naja und so weiter und so fort. Also bleibt am Ball, Leute, mir macht jedenfalls Spaß mit euch. Und ja, ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, schaffen werde. Und ihr habt Spaß an meinen Videos, das hoffe ich natürlich auch. Also bleibt gesund, guten Rutsch ins neue Jahr. Ein fröhliches und gesundes 2018 wünsche ich euch. Und hiermit bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick more weather in.